Sehr geehrtes Publikum, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin sehr froh, ich habe die große Ehre und Freude, heute den ersten Roundtable dieses ersten Red Festivals of History and Social Sciences aufzumachen und Sie zu begrüßen. Ich selbst bin Magdalena Baranschotis, ich bin Kultur- und Literaturwissenschaftlerin und forsche seit 2019 hier am Red. Dieses Roundtable, auf dem wir uns gerade befinden, widmet sich einem Thema, das wir vielleicht nicht unbedingt gleich mit Geschichte und Sozialwissenschaften assoziieren würden. Doch kaum ein anderer Tatbestand hat unser alltägliches Leben, aber auch die Gesellschaft, Politik und Ökonomie in den letzten Dekaden dermaßen beeinflusst wie jenes, über das wir heute diskutieren werden. Die Macht von Big Tech und Big Data, ihr Einwirken auf die gesellschaftliche Transformation und was dies für die Freiheit des Menschen bedeutet. Um aus dem Wiener Manifest für digitalen Humanismus, dessen Mitautor Hannes Werdner hier heute mit uns diskutieren wird, zu sprechen, darf ich zitieren. Dieser Wandel schafft und bedroht Arbeitsplätze, schafft und zerstört Wohlstand, verschiebt Machtstrukturen und hat massive ökologische Auswirkungen. Im Guten wie im Schlechten. Die bisherigen Grenzen zwischen dem Persönlichen und Professionellen, dem Privaten und Öffentlichen sowie zwischen Mensch und Maschine verschwimmen. Willkommen zum Roundtable Freiheit in Zeiten von Big Tech und Big Data. So komplex und vielfältig wie das Thema sind auch unsere heutigen Beitragenden, die ich nun kurz vorstellen werde. Ich beginne mit Janina Loh. Sie ist promovierte Ethikerin auf der Stabsstelle Ethik bei der Stiftung Liebenau in Meckenbeuern am Bodensee. 2018 erschien von Janina die erste deutschsprachige Einführung in den Trans- und Posthumanismus, der bereits in der dritten Auflage erschienen ist. 2019 publizierte Janina eine Einführung in die Roboterethik bei Surkamp. Auch sehr, kann ich sehr empfehlen, sehr gut, kann man sehr gut lesen. Und Janinas Habilitationsprojekt entwirft eine inklusive Ethik der Gefährtinnenschaft für die Wissensräume. Zu ihren engeren Forschungsinteressen zählen neben der Verantwortung, dem Trans- und Posthumanismus und der Roboterethik auch feministische Technikphilosophie, Theorien der Urteilskraft sowie Ethik in den Wissenschaften. Unsere nächste Teilnehmerin ist Sarah Grieche, die ist seit 2010 Wissenschaftsredakteurin. Der Fokus ihrer Beiträge liegt auf technischen Innovationen und ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Für die Ö1-Sendung Matrix sowie Digital Leben, Radio Kolleg sowie Wissen aktuell und die Journale begleitet Sarah Grieche die Fortschritte der IT in Industrie, Wirtschaft, Forschung und Politik. Unser nächster Sprecher ist Ole Neumann. Er studiert Soziologie und Wirtschaftswissenschaften in Jena und arbeitet als freier Journalist. Mit Wolfgang M. Schmidt veröffentlichte er 2021 das Buch Influencer, die Ideologie der Werbekörper bei Surkamp. Das kann ich auch empfehlen, habe ich gelesen zur Vorbereitung. Das ist super. In ihrem gemeinsamen Podcast Wohlstand für alle, finde ich auch sehr unterhaltsam und lehrreich, sprechen die beiden regelmäßig über Geld sowie ökonomische Ideengeschichte und politische Ökonomie. Und last but not least, Hannes Werdner. Er ist Informatiker und emeritierter Professor für E-Commerce an der TU Wien. Von 2016 bis 2019 war er Dekan der Fakultät für Informatik. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen E-Commerce, Eateries, Recommender Systems und in der Netzwerkanalyse. Er war und ist aktiv an der Gründung neuer Initiativen beteiligt, wie dem E2C, Informatics Innovation Center, oder der Initiative zur Unterstützung von Flüchtlingen, Welcome to Code. Er ist auch Mitautor und Initiator des Wiener Manifests für digitalen Humanismus, über den das wir heute wahrscheinlich noch reden werden. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und Ihre Zeit. Und bevor wir mit den Eingang. Und bevor wir mit den Eingangsstatements beginnen, wollte ich eigentlich ganz am Anfang mal definieren, worüber wir eigentlich sprechen. Also, was ist jetzt Big Tech und Big Data? Und gerne sind jetzt alle Beitragenden eingeladen, das zu erklären, aber vielleicht.
Ich blicke das so zu, Hannes, werden da vielleicht Sie als Informatiker, würden uns da Einblicke geben, was bedeutet es, wo sind die Grenzen und wie groß ist das Thema? Also zuerst einmal danke für die Einladung. Bevor ich jetzt in die Erklärung dieser beiden Begriffe gehe, wer von Ihnen ist Informatikerin oder Informatiker? Das heißt, das sind im Wesentlichen aus den Geisteswissenschaften, aus den Sprachwissenschaften und teilweise Sozialwissenschaften. Der Begriff Big Data hat eigentlich eine formale Definition. Er bezieht sich auf die Menge der Information, die zur Verfügung steht und zugreifbar ist, also nicht nur irgendwo gespeichert, sondern auch zugreifbar ist. Sie müssen sich denken, dass sich ungefähr alle 2 bis 3 Jahre die Menge der gespeicherten Informationen verdoppelt. Also das eigentlich skaliert es dann relativ, also nicht linear, also mehr als linear. Es ist eine hochkomplexe Datenstruktur. Also Sie haben nicht, wie wenn Sie kennen, einige so Datenbanken, wo man es in Tabellen und Reihen hat, sondern Sie speichern zum Beispiel das Web ab. Da haben Sie Beziehungen zwischen beliebigen Attributen und das ist hochkomplex und die muss man nachverfolgen. Und der dritte Aspekt, der sich Big Data bezieht, ist die Geschwindigkeit der Veränderung. Die verändert sich im Wesentlichen sekundlich, minütlich. Wenn Sie auf das zugreifen wollen, brauchen Sie entsprechende Tools. Mit dem zusammenhängend kommt dann der Begriff des Machine Learnings und Data Science. Das ist etwas, mit dem wir uns heute beschäftigen. Das ist die nicht klassische Analyse dieser Daten mittels statistischer oder Methoden der künstlichen Intelligenz. Wenn Sie Machine Learning haben oder Neural Networks, die analysieren solche hochkomplexen Daten und ziehen daraus Schlüsse. Big Tech sind im Wesentlichen Firmen, die mit diesen Daten oder die Eigentümer unter Anführungszeichen dieser großen Datenmengen zu verstehen sind. Das sind die Googles, das sind die Facebooks, das sind die Microsoft Apples, Amazon nicht zu vergessen. Die eigentlich sind das nicht ihre Daten, das sind unsere Daten, aber das ist dann schon Themen von heute, die aber diese Daten veredeln und verarbeitbar machen und aus diesen Daten Schlüsse ziehen und uns dazu zu einem bestimmten Handeln verleiten wollen, was wir auch sehr, sehr oft machen. Ja, insofern ist es auch für Historikerinnen und Historiker von Interesse, wenn man vor 10 Jahren sich angeschaut hat, was waren die wertvollsten Firmen dieser Welt? Wertvoll hier ist im pekuniären Aspekt, das heißt Aktien, Wahl, Aktienpreis. Dann sind die top bewerteten Firmen heute diese Plattformfirmen, die man sie auch bezeichnet, also diese Big Data. Vor 10 Jahren waren die noch nicht dabei. Vor 10 Jahren waren es die Esso, die Shells, die Banken und, und. Schaut es anders aus. IT. Wenn Sie anschauen, die Bewertungen an den Börsen sind unter den Top 10 bewerteten Firmen, sind 8 solcher IT-Firmen. Um zu sehen, wie sich hier das Gefüge verändert hat und auch das Machtverhältnis. Wir reden hier nicht nur über die virtuelle Welt, sondern die reale mit den entsprechenden Strukturen, Einflussnahmen und auch Beeinflussung von Entscheidungen oder selber Entscheidungen. Herzlichen Dank. Das ist jetzt schon einmal klarer. Mag ja noch jemand was hinzufügen zu dem? Gut. Ich Wenn habe ein dem, Statement. ja, alles klar. Wenn dem nicht so ist, wir kommen alle aus verschiedenen Wissenschaftszweigen und Berufsfeldern. Deshalb wollte ich hier einmal am Beginn die Teilnehmenden bitten, dass sie kurz uns ein bisschen erklären, was denn dieses Thema für sie persönlich, beziehungsweise aus ihren Forschungsschwerpunkten und Interessen bedeutet. Und ich würde vielleicht Janina bitten, zu beginnen. Ja, vielen Dank. Und das schließt sich auch insofern gut an die Eingangsdefinition an, als ja, ich fast froh bin, dass du nicht darum gebeten hast, zu definieren, was wir unter Freiheit verstehen, weil das ja ein großer Begriff und ich möchte behaupten, vielleicht fast der noch ein bisschen größere Begriff im Titel dieser Veranstaltung ist. Und darauf würde ich mich aber jetzt konzentrieren in den nächsten 1, 2, 3, 4, maximal 5 Minuten. Und zwar ist dieser Begriff in dem Titel und auch in dem erläuternden Text dieser Veranstaltung als sehr, ja, grundlegend, sehr groß, sehr allgemein aufgerufen. Und die Freiheit als die Selbstbestimmtheit der Person hat in unseren Breitengraden einen unschätzbar hohen Wert. Und das ist der Tatsache geschuldet, dass sie sich zurückführen lässt auf den vermutlich allerhöchsten Wert in unserem Rechtssystem und in unserer Gesellschaft, nämlich den Wert der Menschenwürde, die an und für sich unantastbar eben ist und damit eben
nicht eingeschränkt werden darf, ja eigentlich noch nicht mal verletzt werden darf. Das gilt für die Freiheit, also die Freiheit, also die Selbstbestimmtheit der menschlichen Person nicht. Die Freiheit hat einen großen Stellenwert, aber sie hat spätestens dort ihre Grenze, wo sie an die Freiheit einer anderen Person stößt. Und ja, tatsächlich ist es so, dass wir viele Situationen haben, wo diese Grenze zu verhandeln ist oder zu definieren ist, wo nicht eindeutig klar ist, wo jetzt genau die Grenze zwischen meiner Freiheit und beispielsweise deiner verläuft. Aber ich würde eigentlich gerade in den Kontexten, in denen wir uns jetzt hier zusammengefunden haben, sprich Big Data und digitale Technologien, würde ich eigentlich davon abraten wollen, von Freiheit in diesem allgemeinen Sinne zu sprechen. Denn was hier aus meiner Sicht viel interessanter ist, ist die Tatsache, dass wir unterschiedliche Freiheiten haben, die wir in unserer Person jeweils vereinen und die aber in einer Person schon miteinander kollidieren können. Ich gebe mal ein Beispiel. Stellen Sie sich eine Person vor, die gepflegt werden muss, also die beispielsweise Medikamente nehmen muss, vielleicht aufgrund des Alters oder andere Einschränkungen. Und diese Person müsste normalerweise in einer Pflegeeinrichtung untergebracht werden, wo sie den ganzen Tag der Kontrolle oder auch wo ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, weil sie vielleicht auch sich in einem Bett aufhalten muss oder sie zumindest aber ihre Bewegungsfreiheit räumlich auf jeden Fall auch begrenzt ist. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass durch ein KI-gestütztes Assistenzsystem diese Person in ihrer privaten Wohnung oder in ihrem privaten Haus bleiben darf. Dort allerdings eben von diesem Assistenzsystem überwacht wird, in Anführungszeichen, und dazu angehalten wird, die Medikamente anständig einzunehmen und so weiter. Jetzt hat die Person die Wahl. Möchte sie ihre Bewegungsfreiheit zurückgewinnen, zu einem großen Stück, und auch die Freiheit, ihren Alltag selbstbestimmt weitestgehend zu definieren, da sie eben zu Hause leben kann und nicht an ein Pflegeheim oder gar an ein Krankenbett gebunden ist. Und dafür müsste sie aber sozusagen die Freiheit, ja selbstbestimmt die Medikamente einnehmen zu können, weitestgehend abgeben, weil sie dann eben unter der Kontrolle oder zumindest in Anführungszeichen Verfügungsgewalt des KI-gestützten Assistenzsystems stünde, das eben eine Autorität, eine menschliche Autorität informieren müsste, wenn die fragliche Person sich weigern würde, die Medikamente beispielsweise einzunehmen. Ja, das heißt, hier haben wir einen Abwägungsprozess zwischen zwei verschiedenen Freiheiten in einer konkreten Situation. Und das haben wir viel häufiger, als dass diese große Freiheit, die grundlegende Freiheit, die wir alle haben als menschliche Bürgerinnen und Bürger, in Frage stünde. Und das kann man beliebig übertragen auf diverse andere Situationen. Nehmen Sie Social Media wie Facebook oder Twitter oder Instagram. Die bieten die Freiheit, wieder mein Leben irgendwie selbstbestimmt zu gestalten und irgendwie, weiß ich nicht, digital FreundInnen oder Beziehungen zu knüpfen oder Informationen zu erlangen und Netzwerke zu bilden. Und auf der anderen Seite gebe ich da ein Stück weit die Freiheit über die Verfügung meiner Daten ab an der Stelle. Und was mir wichtig wäre, und damit komme ich zum Schluss meines Statements, wäre, dass wir lernen, diese Freiheiten, die wir haben, die sehr unterschiedlich geartet sein können, und die auch von unterschiedlichen Technologien in unterschiedlicher Weise appliziert oder eingeschränkt werden, dass wir uns dieser Freiheiten A bewusst werden und dass wir lernen, darüber nachzudenken, wie wir diese Freiheiten gegeneinander abwägen wollen. Weil dass wir das müssen, steht außer Frage, und da stehen Technologien, digitale Technologien und Big Data lediglich eine neue Baustelle, sage ich mal, da. Aber die Tatsache, dass wir in einer menschlichen Gesellschaft im Umgang mit Technologien und anderen Menschen, anderen Tieren, anderen Wesen immer unsere Freiheiten abwägen müssen, das steht für mich außer Frage, und das ist, glaube ich, auch der wichtige Punkt an dieser Stelle. Danke. Danke sehr. Danke. Sarah. Ich verbinde jetzt das beide einfach miteinander, und ich habe einen Schummelzettel mit, sonst wäre ich zu lang. Ich habe beim Begriff Freiheit habe ich begonnen, wo finde ich den Begriff eigentlich auch, und das ist die Musik. Und jetzt bin ich schon so alt, bei mir war sofort Janis Joplin, Me und Bobby McGee irgendwie so, wo eben die berühmte Strophe ist, Freedom's just another word for nothing left to lose. Und ich dachte, okay, Freiheit ist für sie gewesen, ich habe nichts zu verlieren. Das heißt, übertragen, du kannst machen, was du willst, und es gibt keine Konsequenzen. Jetzt in der Kombination mit der Digitalisierung würde ich das Ganze eigentlich umdrehen. Das heißt, im Zeitalter von Big Data, beziehungsweise in dem, was wir künstliche Intelligenz nennen, ist es umgekehrt. Freiheit ist ein anderes Wort dafür, zu wissen, was man zu verlieren hat. Sprich, Freiheit im digitalen Zeitalter bringt Verantwortung mit sich.
weil Big Data respektive künstliche Intelligenz zeigt jetzt nicht nur die bedrohten Felder auf, das ist die coole Macht dabei, sondern sie lehren uns eigentlich auch, wie wir als Mensch, als Gesellschaft funktionieren und zwingen uns auch konkreter zu werden, nämlich konkreter in der Definition, was die Janine auch schon angesprochen hat, was wir eigentlich unter Freiheit verstehen. Welche Freiheit meinen wir eigentlich? Wie wollen wir gleichberechtigt leben? Und was ist eine gute Welt? Was ist eine gute Zukunft? Also wir müssen sagen, ich will eine gute Zukunft, und hin schauen wir uns an und sagen, ja, wollen wir beide. Aber vielleicht versteht sie was anderes darunter als ich. Und aus der technischen Perspektive, der Werner hat eh schon begonnen, ist Big Data ein Haufen Daten. Den gab es eigentlich schon immer. Wir konnten ihn nur nicht so gut archivieren. Schriften, Worte, Bücher, Gästen. Und wer von uns sich viel merkt und das gut verarbeiten und vermitteln kann, war dann vielleicht als gebildet angesehen. Und wir haben aber die menschlichen Gespräche, wir merken uns Sachen nicht so gut. Wir können extrem viel, extrem schnell, eigentlich extrem gut, aber wir können es nicht perfekt. Und wir sind am nächsten Tag vielleicht nicht mehr so gut, wie wir es am Vortag waren. Und da kommen Maschinen eben ins Spiel. Die können super jeden Tag das Gleiche in der gleichen Qualität wiederholen. Und Big Data hat eben das Versprechen in sich getragen, dass wir die Geschichte der Welt besser verstehen können, dass uns das Essentielle der Welt besser vermittelt wird und das größte Versprechen dann auch für die Wirtschaft, dass wir Zukunft vielleicht auch berechnen können. Das ist nicht Big Data, sondern das ist, wie der Herr Werner gesagt hat, es sind die Algorithmen, die die Daten quasi in 0,x verarbeiten, erfassen, kategorisieren, interpretieren, kontextualisieren und eben den berühmten Blick vielleicht auch in die Zukunft legen können, was wir als Machine Learning oder auch als Deep Learning kennen. Das ist ein Teilbereich von künstlicher Intelligenz, den wir mittlerweile, weil es sonst auch für uns zu komplex wird, einfach als künstliche Intelligenz dann oft bezeichnen. Und das Plädoyer dafür ist, wir haben extrem viele dringliche Fragen unserer Zeit, wo Big Data bzw. AI helfen und eine wichtige Rolle darstellen. Klimawandel, das Artensterben, Entwicklung von Impfstoffen oder auch Komplexitätsforschung, wo während der Pandemie zum Beispiel aufgrund von unzähligen Parametern Wahrscheinlichkeiten berechnet worden sind, wann, wo, wie viel Krankenbetten ausgelastet sind. Das spielt das eine immens wichtige Rolle, eben auch um große Probleme in der Zukunft zu lösen. Und dann gibt es das große Aber. Dann haben wir drei Ebenen. Die wirtschaftliche Ebene, das ist wahrscheinlich offensichtlichste. Soziale Netzwerke, die uns kostenlosen Eintritt gewähren und die jede Aktion vom Like bis zum Reply sammeln, kategorisieren, uns in Schubladen, die wir selber nicht kennen, stecken, und um dann über uns zu befinden, beziehungsweise maßgeschneiderte Werbung von dem, was die Maschine bestimmt, was wir sind, dann zuzuspielen oder reinzuspielen. Auf der politischen Ebene haben wir autoritäre Staaten, die sagen, wir wollen die Online-Aktivitäten unserer Bürgerinnen und Bürger kontrollieren, und ein falscher Online-Post kann dann reale Konsequenzen im Analogen haben. Und auf der sozialen Ebene haben wir in den letzten Jahren das Wort Biased Algorithm gelernt, also voreingenommene Algorithmen, die Menschen aufgrund von bestimmten Kriterien diskriminieren, Geschlecht, Hautfarbe etc. Und der Trugschluss, den wir gesellschaftlich in meiner Wahrnehmung zumindest ein bisschen gemacht haben, war, die einfache Lösung zu suchen, zu sagen, dann soll der Algorithmus halt de-biased werden und neutral sein, und die Firmen, die den entwickelt haben, sollen das halt machen. Und ganz selten, und deswegen freue ich mich, dass ich neben Soziologen stelle, weil die stellen, also die Forscherinnen und Forscher, die nicht aus der IT kommen, stellen dann nämlich diese wichtigen Fragen, wieso diskriminieren die Algorithmen eigentlich? Also wie kommt es dazu? Und da bin ich auch bei dem, was wir lernen können. Algorithmen diskriminieren, weil wir diskriminieren. Big Data sind Daten aus der Vergangenheit, die wir geschaffen haben als Gesellschaften und die bestehende Diskriminierung in sich tragen. Und die Programme arbeiten das tatsächlich wertfrei auf und halten uns einen Spiegel vor, weil die Vorurteile bestärkt werden beziehungsweise eben ans Tageslicht kommen. Und das sind Sachen, wo wir vielleicht sagen, oh, das wusste ich nicht, und dann habe ich es aber schwarz auf weiß. Und ich will ein konkretes Beispiel noch bringen. Wenn man sagt, wenn ein Unternehmen, wie Amazon es gemacht hat, sagt, nimm diese gigantische Datenmenge an Bewerbungen, die wir bekommen haben, weil wir so ein großartiges Unternehmen sind, lerne und sag uns dann, wen wir für ein Jobgespräch einladen sollen. Ist es, ist im Fall von Amazon war so, dass keine Frauen eingeladen worden sind. Also Frauen sind total rausdiskriminiert worden, weil die Arbeitskultur bei Amazon männlich dominiert ist und das System gelernt hat, okay,
die haben immer in der Vergangenheit männliche Bewerber genommen, also wollen sie männliche Bewerber haben. Das heißt, diese Offenlegung hat dann für das Unternehmen zumindest einmal die Chance geboten, den Ist-Zustand als Unternehmen zu sehen, um eine Möglichkeit zu bekommen, was zu ändern. Was bei der Unternehmenskultur und dann erst im zweiten Schritt bei der Technik stattfinden muss. Sprich, sich, das Unternehmen oder die Gesellschaft, zu verstehen und Werte, die man erstrebenswert findet, klar zu definieren, dass eine Umsetzung durch die Maschine möglich ist. Und da wiederhole ich mich noch einmal, eine Maschine setzt 1:1 um, wir haben noch nicht die künstliche Intelligenz, die ein Selbstbewusstsein hat und sagt, wer bin ich eigentlich und warum bin ich hier? Wir haben dumme Maschinen, wenn man so will. Sie setzen 1:1 das um, was wir ihnen sagen, was sie tun muss. Also vom smarten Staubsaugerroboter bis hin zum Online-Banking stehen im Hintergrund Big Data und Algorithmen, was extrem rasant vonstatten gegangen ist. Deswegen hat es für uns als Gesellschaft auch oft das Gefühl, dass Regulierungen und Maßnahmen oft übers Ziel hinausschießen, ein bisschen Feuer löschen sind und die großen Probleme, die wir haben, ja eigentlich gar nicht löschen. Und stattdessen sagt man, oh mein Gott, jetzt werden alle Nachrichten, die ich da auf WhatsApp schreibe, überwacht, damit man aus dem Pulk der Daten Menschen herausfiltern kann, die vielleicht eine Straftat begangen haben oder im dystopischen Sinn begehen werden. Und deswegen muss ich auch herhalten. Also die verwendeten digitalen Mittel, ich wiederhole mich, aber jetzt komme ich auch zum Schluss, sind nur Instrumente, die einem politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Vorhaben dienen, aber das eben auch einfach 1:1 umsetzen. Weshalb ich immer so, also mein Lieblingswort mittlerweile interdisziplinär geworden ist. Und ich finde, also um einfach einen gemeinsamen Nenner zu finden, um eben unter anderem auch den Freiheitsbegriff zu definieren. Wie stellen wir uns die Freiheit vor? Wie stellen wir uns die gute Gesellschaft vor? Was ist die nicht diskriminierende Gesellschaft? Und wenn wir das definiert haben, können wir uns dran machen, auch quasi das in Maschinen umzusetzen. Bis jetzt können Maschinen uns helfen, sehr viel über uns zu lernen als Mensch oder als Gesellschaft, wo wir vielleicht auch in Vorurteilen leben, die uns nicht bewusst gewesen sind. Danke sehr. Ich glaube, nach diesen zwei Statements sieht man schon, wie komplex das Thema ist und wie viele neue Fragestellungen es eröffnet. Ole, vielleicht du als Nächster. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und gleich eine Richtigstellung, ich bin kein Soziologe. Ah, nicht? Nein. Habe ich mich verhört? Nein, ich studiere Soziologie und Wirtschaftswissenschaften, aber ich bin noch nicht mal mit dem Studium durch und ich würde mich jetzt von mir aus nicht als Soziologe bezeichnen, muss ich gestehen. Fast Soziologe. Fast Soziologe, richtig. Student der Soziologie. Student, ja, aber ich glaube, danach werde ich dann auch aus der Akademie ausscheiden. Ist auch völlig wurscht. Vielen Dank also erstmal für die Einladung. Und das mit der Freiheit ist ja so ein bisschen schwierig. Das hat Janina ja irgendwie auch gerade schon anklingen lassen. Das kann man natürlich einerseits so deuten, dass man Freiheiten bekommt, etwas zu tun. Also jetzt wirklich in einem positiven Sinne, dass man sagt, mir wird die Möglichkeit gegeben, frei das zu tun, was ich tun möchte. Selbst wenn, das war jetzt ja das Beispiel mit jemandem, der vielleicht schon gar nicht mehr fit ist im Alter, selbst wenn ich das von mir aus nicht mehr könnte. Das kann man natürlich auch andersrum fassen. Man kann natürlich sagen, Freiheit bedeutet, die Leute sollen sich möglichst gegenseitig in Ruhe lassen und keine Ansprüche aneinander hegen, was dann natürlich heißt, dass dann auch diese Frau keine Ansprüche an die Gesellschaft zu hegen hat oder zu stellen hat quasi. So, das ist jetzt die negative Seite der Freiheit, von der ich behaupten würde, dass sie in unserer Gesellschaft doch auch sehr omnipräsent ist. Also eine Gesellschaft, in der wir Freie und Gleiche sind, ist eine, in der wir uns in so einer kapitalistischen Gesellschaft auf dem Markt tummeln, versuchen möglichst viel Einkommen uns anzueignen, um dann überhaupt mal positiv diese Freiheiten, die eben angesprochen wurden, ausleben zu können. Ansonsten findet das alles überhaupt nicht statt. Und das ist natürlich beim Internet, bei der Digitalisierung unglaublich sichtbar. Ich meine, das hat ja mal begonnen als so ein progressives Projekt, könnte man sagen. Man kennt ja diese Cyber-Manifeste, diese Hacker-Manifeste, wo es hieß, die Staaten haben uns überhaupt nichts mehr zu sagen. Diese alten Giganten, diese müden Giganten, wie es da hieß, die sollen uns möglichst in Ruhe lassen. Wir machen jetzt eigentlich alles auf Augenhöhe. Wir sind die Freien und Gleichen. Da gab es ja auch diesen Text aus ich glaube, aus der Open-Source-Kollektivzeiten, wo es dann irgendwie hieß, früher
war eigentlich alles organisiert wie die Kathedrale von oben nach unten und wir sind jetzt auf dem Basar, wir begegnen uns auf Augenhöhe und das Netz wird eigentlich ein Ort, an dem wir uns alle komplett frei entfalten können. Jetzt wissen wir 30 Jahre später, dass daraus nicht so viel geworden ist, um es mal ganz salopp zu sagen. Also die Staaten sind noch nicht abgeschafft worden, eher im Gegenteil. Also auch die großen Konzerne, die schon angesprochen worden sind, kooperieren mitunter ja auch ganz gern mit den Staaten. Also Amazon hat ja auch kein Problem damit, Cloud-Speicher zur Verfügung zu stellen mit Amazon Web Services für staatliche Geheimdienste und sonst was. Also so zu tun, als wäre da noch ein großer Antagonismus vorhanden, das wäre natürlich ein bisschen naiv. Und auch sonst kann man sagen, dass es natürlich zu einer großen Monopolisierung gekommen ist oder zumindest zu einer Oligopolisierung. Und ich glaube, dass das eben tatsächlich das ist, was bei Marx eben an der einen Stelle heißt, dass Freiheit und Gleichheit immer in der bürgerlichen Gesellschaft in Unfreiheit und Ungleichheit umschlagen. Das ist eigentlich das, was da passiert ist. Und um vielleicht noch abschließend mal auf diesen Punkt der Influencer zu kommen, es wurde ja schon angesprochen, also wir interessieren uns für Ökonomie in unserem Podcast, aber ich habe mit meinem Freund Wolfgang Schmidt auch ein Buch geschrieben über die Influencer. Und eigentlich konnte man da diese Entwicklung ganz genauso beobachten, war das Lustige. Also auch dort war es so, dass man wirklich eine, ich würde sagen, komplette Freiheit und Gleichheit hatte. Ja, also Mitte, Ende der Nullerjahre war es so, dass Leute sich im Netz gezeigt haben, die vorher keiner kannte. Da gab es eigentlich keine Gatekeeper außer die Plattform und auf denen durfte jeder senden. Jeder konnte auf YouTube Videos hochladen und alle waren begeistert davon. Und ich würde sagen, das war tatsächlich vielleicht die freieste Form der Kulturindustrie, die wir je hatten. Also da musste man nicht mehr über das große Filmstudio, nicht mehr über das Plattenlabel kommen, damit überhaupt irgendwer einen wahrnimmt, sondern jeder konnte das. Und da hat man ja auch gesehen, dass da Leute hochkommen, die vorher niemand kannte, die nicht aus Schauspielerdynastien waren, sondern die wirklich absolute Nobodies waren. Also da konnte man wirklich mal sagen, da war Freiheit, da war Gleichheit. Und 20 Jahre später oder 15 Jahre später ist auch davon ja kaum noch was zu sehen. Auch da hat man eigentlich so eine Art Oligopolisierung. Wir haben so einen Haufen Top-Influencer, die sogar Millionen Follower haben jetzt in Deutschland. Also das ist für deutsche Verhältnisse ja schon viel, dass man so 3 bis 10 Millionen Follower hat. In den USA ist es natürlich noch verhältnismäßig wenig beispielsweise. Aber wir haben diese Top-Influencer, dann haben wir nochmal so eine Kaste darunter, die immerhin ordentlich davon leben kann oder sogar sehr wohlanständig. Und ansonsten haben wir unzählige junge Menschen, die versuchen, da nochmal aufzusteigen und für die dieser Traum einfach ausgeträumt ist, die da nicht mehr hochkommen. Der Markt ist gesättigt, der ist relativ gut oligopolisiert. Und auch hier könnte man sagen, ist denn die Gleichheit wieder in Ungleichheit umgeschlagen. Und ich glaube, das ist eigentlich das Phänomen, was wir da immer wieder beobachten können. Danke sehr. Oder? Ich habe jetzt den Vorteil, dass alle schon alles gesagt haben. Aber nur eigentlich nicht. Und ich kann sagen, ich stimme dem zu. Ich habe 2 Bemerkungen und dann 3 Anmerkungen zur Freiheit. Interessant. Das erste ist, das, was Sie beschreiben, gibt es einen famosen Editorial-Artikel von Moshe Wadi, How the Hippies Destroyed the Web, das genau das beschreibt, also von der Vision der Freedom of the Cyberworld, wo alles frei und kostenlos ist, die Entwicklung zu einer hochmonopolisierten Weltlandschaft, Weblandschaft. Und das hängt auch damit zusammen, dass das regellos war. Da setzen sich eigentlich die Starken durch. Und das ist ein bisschen so mit der Tragedy of the Commons Problem, das sie da entwickelt hat. Die zweite Bemerkung war von Ihnen mit dem Instrument. Das ist, wir als Informatiker, und insofern ist das ein offenes Bekenntnis, wir haben ein Problem Ihnen gegenüber. Entweder sind wir the Plumber oder wir sind the Emperor. Plumber heißt, wir sind ein Instrument, wir stellen die Tools zur Verfügung, die Sie verwenden. Emperor heißt, wir sind die Herrscher. Also wir definieren paradigmatisch Ihre Ansätze zur wissenschaftlichen Arbeit, zu einem Erkennen der Vergangenheit. Und genau in diesem Widerspruch bewegen wir uns dauernd. Und wenn Sie anschauen, jetzt nicht den digitalen Humanismus, sondern Digital Humanities, dann befasst sich das genau mit diesen Themen. Also es ist nicht nur Instrument, es ist mehr. Dieses Instrument transformiert unsere Wahrnehmung der Welt und wie wir die Welt begreifen und wie wir sie auch verändern können, beziehungsweise wie wir Probleme angehen. Zur Freiheit, ich glaube, zur Freiheit gehört auch der Begriff der Notwendigkeit. Wir leben in einer digitalen Welt, wo zur Freiheit die Notwendigkeit ist, daran teilzunehmen. Sie haben in vielen Teilen der Welt ist es nicht in dem Ausmaß möglich wie bei uns. Das ist der sogenannte Digital Divide. Aber wir können eigentlich nicht außerhalb dieser digitalen Welt leben,
Und die Trennung zwischen digital und physisch und real ist eigentlich eine fiktive Trennung. Die würde eigentlich, also wir sind in einer virtuell-physischen Welt, wo die Partizipation die Notwendigkeit ist, damit man sich diese Freiheit erkämpft bzw. auch daran teilnimmt. Und das zeigen diverseste Freiheitsbewegungen, das zeigen demokratische Bewegungen, die da relativ stark auch drinnen verankert sind. Das bringt mich gleich zum am kritischsten Punkt. Ich glaube, die Freiheit im Web ist eine Fiktion. Gut? Und zwar hängt es damit zusammen, mit der Menge der Information basieren wir auf sogenannten Empfehlungs- oder Recommender-Systemen. Die empfehlen uns Dinge, was wir tun, was wir sehen, also was ich suche, was ich sehe, was ich tun. Wir verändern unser Verhalten. Ich habe selber eine Forschungsgruppe geleitet über Recommender-Systeme. Wir haben mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit voraussagen können aus vergangenen Verhalten, was die Leute als nächstes machen werden. Wir haben das dann vorgeschlagen und zu 80% haben die Menschen das gemacht. Haben aber teilweise Dinge gemacht, die wir ihnen vorgeschlagen haben und die nicht nur aus den Daten sich abgeleitet. Also das heißt, was ich tue, bestimmt im Wesentlichen der Eintrag in einer Ähnlichkeitsmatrix und nicht mein freier Wille in diesen Recommender-Systemen. Das heißt, diese Empfehlungssysteme sind riesig große Matrizen, wo drinnen steht, wie ist mein Verhalten ähnlich zu anderen oder zu bestimmten Produkten oder bestimmten Kaufverhalten. Und mit dem kann ich sehr gut Dinge vorschlagen, die ich in sehr hohen Fällen dann auch verfolge. Diese Empfehlungssysteme sind aber gleichzeitig wichtig, weil zum Beispiel auf Amazon Marketplace haben sie 350 Millionen Produkte. Da können sie nicht nur einfach suchen. Da ist wichtig, dass man ein bisschen eine Empfehlung bekommt, wo könnte ich weiter suchen. Das heißt, diese Freiheit ist eine Fiktion. Genauso ist die Freiheit oder das Allgemeine in diesen, wie sage ich, in diesen Social Media oder in diesen Recommender-Systemen auch eine Fiktion. Weil das ist eigentlich eine Aggregation von ähnlich gedickten, getakteten Menschen, die sich wieder ableitet aus der Ähnlichkeit zu anderen. Also das ist ein algorithmischer Vorgang, der eigentlich sowas wie eine Fiktion des Individuums macht, der Freiheit als auch des Allgemeinen. Das ist, also insofern bin ich da relativ kritisch. Und wir haben uns verändert aus einer Plattform der Partizipation als Citizen, als Bürger, Bürgerin, in eine Plattform, wo wir Konsumentinnen und Konsumenten sind. Und in der politischen Konsumation der Information werden wir mit den gleichen Algorithmen bzw. Vorgangsweisen bedient. Das macht Sinn, wenn ich meine Schuhe kaufe, das macht ist super, da will ich genaue Empfehlungen haben. Wenn ich politische Artikel liste, möchte ich eine bestimmte Breite haben. Und das passiert nicht, deshalb habe ich praktisch diese Echokammer, die aus dem Ganzen rauskommen. Seine Daten ist eine algorithmische Frage, ist eine politische Frage. Der dritte Punkt, Freiheit, ist aber nicht nur eine Freiheit des Individuums, es ist eine Freiheit der Staaten, der Souveränität. Wir sind teilweise in einer Situation, wo entscheidet, welche Apps im Gesundheitssystem in Österreich verwendet werden oder nicht, das entscheidet nicht der österreichische Staat. Das entscheidet Apple und Google. Die Corona-Apps hat es unterschiedliche Vorschläge gegeben zur Umsetzung der Nachverfolgung von Infektionen, von Corona-Infektionen. Und von diesen Vorschlägen hat zum Beispiel Teile der Europäischen Union, wo auch Österreich dabei war, haben einen Vorschlag gehabt und auf der anderen Seite war UK und Frankreich. Und beide großen Firmen haben den von UK und Frankreich nicht unterstützt. Das heißt, die zwei großen Staaten Europas waren nicht souverän in der Entscheidung, welche Technologie sie in einer der größten Gesundheitskrisen der letzten Jahre verwenden konnten. Technisch, inhaltlich hat Google und Apple recht gehabt. Sage, die haben eine richtige Entscheidung getroffen. Aber das war keine souveräne, autonome Entscheidung eines Staates. Das heißt, wir sind auf einer Ebene, wo Freiheit auch eine Freiheit einer Gruppe ist, eines Staates ist. Wie sind da die demokratischen Prozesse, wie man das verarbeiten kann? Das heißt, es hat nicht nur dieser Freiheitsbegriff, dieses Individuelle, es ist auch die Freiheit für wen, das ist eine andere, aber auch diesen allgemeinen Begriff. Gut, herzlichen Dank.
Eigentlich wurden jetzt schon sehr viele Themen in Bezug auf die Freiheit und eben diesen technischen Fortschritt angesprochen. Ich würde aber trotzdem hier noch in diese Richtung gehen und ganz konkret fragen, was ihr denkt, wie kann die Freiheit des Menschen diesen Zusammenhang, also den Zusammenhang mit den technischen Entwicklungen verstanden und weiterführend geschützt werden? Welche Probleme tauchen hier auf und was denkt ihr, was sind sozusagen die größten Gefahren? Ich denke hier an Themen wie den Verlust der Privatsphäre, Filterblasen, Monopolisierung des Webs, Algorithmen oder den von Shoshana Zuboff geprägten Begriff des Überwachungskapitalismus. Aber das ist ja nur der Anfang, es geht ja weiter und weiter. Und ihr habt vieles von dem schon angesprochen. Und vielleicht noch mit Blick auf Janina eine grundsätzliche und vielleicht eine ganz provokante Frage. Woher glauben wir, dass wir ein Recht auf Privatsphäre haben? Ist das etwas Selbstverständliches? Hat es sich entwickelt? Woher kommt aus der Philosophie dieser Gedanke der Privatsphäre? Ich glaube, das ist ja eher ein rechtlicher Begriff, aber auch des freien Willens und des Integren. Bin mir gar nicht so sicher, dass wir uns darüber im Allgemeinen so, ja, dass wir da so eine einhellige Basis haben, darüber, über die Bedeutung der Privatsphäre. Also ich glaube, das ist auch eine Generationenfrage. Ich kenne allein viele Menschen, die sagen würden, naja, mir ist das eigentlich überhaupt nicht wichtig. Also zumindest in so einer sehr oberflächlichen, zumeist sehr naiven ersten Einstellung dazu, ne? Wenn man irgendwie fragt hier, wie hast du da nicht ein Problem damit, wenn irgendwie, keine Ahnung, theoretisch deine Daten irgendwo im Internet sind und das jemand irgendwie auslesen kann oder so, dann kommt ganz häufig irgendwie, ja, ich habe ja nichts zu verbergen und das ist mir einfach alles nicht so wichtig. Natürlich haben auch diese Menschen, die so eine Antwort geben, auch eine Vorstellung von Privatsphäre, die aber anders gelagert scheint als das, was, weiß ich nicht, vielleicht du und ich unter Privatsphäre verstehen würden. Mhm. Ne, das heißt, ich glaube, da verschieben sich die Räume, also der Raum, den wir Privatsphäre nennen und was da reingehört, wird anders gesehen mittlerweile, glaube ich. Und das haben wir auch den digitalen Technologien zu verdanken oder den Informations- und Kommunikationstechnologien, die Donna Haraway seit den 80er Jahren schon in einer Hellsichtigkeit beobachtet, die so, also nichts von ihrer Aktualität verloren hat. Das nur so als Seitenbemerkung noch zu den Hacker-Cyber-Manifesten. Das scheint mir eine sehr exklusive Filterblase zu sein. Außerhalb dieser Blase waren sich gerade in feministischen Diskursen Menschen schon seit den 80er Jahren sehr im Klaren darüber, dass die Informations- und Kommunikationstechnologien und das Aufkommen dessen, was wir heute Industrie 4.0 nennen würden, dass das eben nicht nur emanzipatorisches Potenzial hat, sondern auch ganz, ganz, gerade in einem kapitalistischen System, ganz, ganz viele Schattenseiten mit sich bringt. Und ich glaube, durch das Aufkommen eben dieser Form von Technologie verschieben sich eben auch Verständnisse von Privatsphäre und vor allen Dingen, was die Gegenstände in Anführungszeichen sind, die da rein gehören. Ich hätte jetzt tatsächlich noch einen anderen, weil du gerade von den Gefahren gesprochen hast, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob ich würde gerne hören. Okay. Du hast viele von den Gefahren, die da auf uns zukommen oder mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, schon angesprochen. Ich habe mich ja in den letzten Jahren verstärkt mit einem Phänomen beschäftigt, das ich Transhumanismus nenne. Mhm. Kurz zusammengefasst sind das jene, die glauben, durch Technologien den Menschen irgendwie radikal verbessern und verändern zu können und durch Technologien ultimativ zu einem anderen Wesen machen zu können, also transformieren zu können in das, was sie das Posthumane nennen. Das ist dann ein immer noch menschliches Wesen, aber eins, das so anders ist als die jetzt lebenden Menschen, dass wir es uns in etwa so gut vorstellen können, wie, ich zitiere Nick Bostrom, ein Affe es sich vorstellen kann, ein Mensch zu sein. Und auf dem Weg dahin aber begleitet den Transhumanismus ein doch zwar klassisches, aber nichtsdestotrotz fragwürdiges Menschenbild, nämlich ein Menschenbild, das an die das Verständnis von Menschen als einer komplexen Maschine angelehnt ist. Der Mensch ist eben eine sehr, sehr komplexe Maschine, die letztlich aber mit den geeigneten Methoden, sprich Technologien, die von Unternehmen natürlich hergestellt werden, vollständig interpretiert und analysiert werden kann und vor allen Dingen in Form von Daten und Informationen komplett aufgelistet werden kann. Und darin liegt natürlich dann das Versprechen, zum einen
vollständig zu verstehen, was der Mensch ist, den Menschen in seiner Essenz vollständig und korrekt zu erfassen. Und das heißt natürlich auch drittens, ihn kontrollieren zu können, ne? Weil das, was ich klar vor Augen habe, was transparent ist, das kann ich auch irgendwie verwalten, sagen wir mal so. Und das hört sich zunächst erstmal sehr nach Science Fiction an, zugegeben, aber es gibt natürlich viele Phänomene in der Gegenwart, wo wir die Tendenzen von diesem Menschenbild, das durch den Transhumanismus verstärkt wird, sehen können. Ein Beispiel ist die Quantified Self-Bewegung, wo der Leitspruch lautet Self-Knowledge through Numbers. Das heißt, da steht die These im Raum, dass wir in der Lage sind, Selbsterkenntnis durch Zahlen zu erhalten, und zwar Zahlen, die wir mithilfe von Apps oder anderen Technologien wie Smartwatches und Ähnliches aus unserem Körper irgendwie herausgefiltert haben. Und darin steht dann eben die Befürchtung, was der Kollege Werdner gerade schon angesprochen hat, dass wir sozusagen dann auf diese akquirierten Zahlen zurückgeworfen werden und über diese Zahlen hinaus nichts mehr zu sehen ist als das, was wir vielleicht sein könnten. Und das sehe ich als eine der bedeutendsten und vielleicht größten Gefahren, die in sehr vielen Bereichen zu spüren ist, wo eben Menschen ihre Daten oder wo Menschen auf ihre Daten, die im Internet oder durch irgendwelche Apps oder so sichtbar gemacht werden, reduziert werden. Und ich würde behaupten, im Sinne von Hannah Arendt, darüber hinaus gibt es noch eine ganze Menge mehr, was den Menschen ausmacht, aber alles, was nicht durch Zahlen abgebildet werden kann, fällt dann einfach durchs Raster durch und wird nicht mehr gesehen. Ähnliches Problem bei der digitalen Patientenakte, ne, was natürlich auch wunderbare Chancen und Möglichkeiten mit sich bringt, aber es heißt dann, all das, was nicht in dieser Patientenakte angelegt ist an Daten und Informationen, das ist nicht sichtbar, ergo nicht relevant. Darum müssen wir uns nicht kümmern. Ja, interessant. Und vielleicht noch, Sarah, magst du? Möchte noch jemand anderer hier die größten Gefahren? Nein, ich glaube, dass diese von Ihnen angeführten Gefahren, so wie wir wollten wir nicht vordringen. Manu, ich höre gern zu. Dass die alle zusammenkehren, das macht die hohe Komplexität aus. Mhm. Sie haben eine Monopolisierung im Web, das hängt zusammen mit der datenbasierten Ökonomie. Mhm. Damit kommt dann Zubauf mit dieser Datenkapitalismus. Mhm. Sie haben die Frage der Souveränität von Staaten, hängt auch damit zusammen. Sie haben praktisch diese Fake News und Echokammern, kommt im Wesentlichen von diesen Big Tech und von den Recommenders. Mhm. Eine grundlegende Frage, die ein bisschen angeschnitten wurde mit diesem Transhumanismus, ist, was ist der Mensch, was ist die Maschine? Mhm. Und die Frage ist nicht mehr so einfach zu beantworten. Mhm. Ich glaube, sie war es noch nie. Bitte? Ich glaube, sie war es noch nie. Ja. Aber ich will noch sagen, wenn wir reden über künstliche Intelligenz, wir verwenden diesen Begriff und schmeißen ihn herum. Keiner definiert, was Intelligenz ist. Und daher machen wir dann künstliche Intelligenz drauf, das genauso wenig definiert ist. Wir haben Medien, die statistische Algorithmen sagen, das ist AI. Mhm. Dabei ist das klassische Statistik. Also wir haben eine Verschwimmung dieses Ganzen. Und ich glaube, insofern ist hier auch eine Verantwortung für die Wissenschaften, auch für die Geisteswissenschaften, für klare Definitionen zu sorgen. Mhm. Die Informatiker sind nicht nur die Programmierer und Tool-Producer. Also wir beschäftigen uns sehr wohl mit Begriffen Fairness. Was ist fair? Wie definiere ich das? Wir beschäftigen uns mit der Frage Intelligenz. Ist das wirklich nur das, was im Hirn abgelegt ist, oder hat das nicht was Physisches, also im Körper zu sein? Ist Intelligenz was Individuelles ist, oder ist das eine Gruppe? Denken Sie an Ameisen. Also das sind schwierige Fragen, wo wir nicht so einfach sagen können, jetzt machen wir künstliche Intelligenz, wenn wir uns nicht überlegen, was ist klassische Intelligenz, und ich will das jetzt gar nicht da definieren. Interessanterweise hat das ein Logiker gemacht, der Alan Turing, mit seinem Turing-Test. Der hat einen formalen Test beschrieben, mit dem ich nicht einverstanden bin, aber der hat zumindest versucht zu sagen, wann ist eine Maschine intelligent wie ein Mensch? Er hat dafür einen Test definiert. Mhm. Total interessant, der hat einfach solche Dinge gemacht. Also insofern sind diese Gefahren essentiell. Wir müssen uns mit denen auseinandersetzen. Wir haben aber enorme Möglichkeiten. Das ist das Betriebssystem unserer Gesellschaft. Ohne das funktioniert das nicht. Also wir können das jetzt nicht wegsperren, sondern wir müssen uns damit beschäftigen. Und für Sie, wir stehen am Anfang. Mhm. Das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Also
die Dinge, die sie sonst, die werden noch viel mehr kommen mit den Fragen ewiges Leben, wie kann ich da Maschinen hineingeben. Also insofern. Und jetzt noch herzlichen Dank. Das ist ja alles wirklich sozusagen, viele Themen werden aufgemacht. Sie sind schwer greifbar, weil sie einfach sich auch so schnell wandeln. Und da hätte ich eine Frage an Sarah Grischel, wo du dich als Journalistin ja auch mit dem beschäftigst, was gerade aktuell ist, was gelesen werden kann. Welche von diesen Themen kommen in den Medien besonders gut an, beziehungsweise werden viel rezipiert und sind sozusagen auch in der Öffentlichkeit sozusagen angekommen? Das ist immer die Frage, welches Medium natürlich. Ja. Also das Boulevardmedium sagt, wenn es online ist, Hauptsache du klickst, weil wir wollen deine Daten wieder sammeln. Das heißt, das ist dann ein Skandal im also steht oder was. Dann entspricht der in Clickbait, ist ja das Wort, das dann auch dafür erfunden wurde, was die Werbung verwendet hat, von wegen, egal was du machst, Hauptsache du klickst und vielleicht ist das, was du dann liest, überhaupt nicht das, was wir dir versprochen haben, aber die Überschrift war super, gib's zu, weil du hast geklickt. Boulevard denkt sich, super Idee, machen wir auch, weil Britney Spears, ihr wisst ja gar nicht, was die gestern gemacht hat, klickst nichts. Sie ist aufgestanden in der Früh und hat einen Kaffee getrunken. Und je mehr man natürlich in Richtung dann, was wir Qualitätsjournalismus nennen gehen, also wo Menschen dann recherchiert haben und so weiter, desto mehr ist es, ich glaube, in der Digitalisierung auch zum, ich sage, einem interessanten Phänomen gekommen, nämlich, was ist die Wahrheit? Also auch in dem Bereich des Journalismus ist es ja gefragt worden. Früher war immer so dieser Spruch, ich glaube, den kennen Sie sicher, Herr Werdner, ich glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ne? Und es ist im Journalismus immer, eine Statistik sagt und die rechtfertigt dann, dass wir über etwas berichten. Und so einfach ist die Welt ja nicht mehr. Also, welches Unternehmen hat das gesagt? Woher kommt das Unternehmen? Welche Daten? Sind das repräsentative Daten oder habe ich drei Leute angerufen und zwei davon, mit denen bin ich verwandt und die finden jetzt alle X oder Y? Also wir sind da auch, haben ein mediales Bewusstsein bekommen, dass das Wort Statistik schon lange nicht mehr ausreicht, damit wir sagen, boah, da erfahren wir jetzt was Großartiges über die Welt. Aber ich sage, was durchgehend alle beschäftigt hat, um ein bisschen im Ist anzukommen, ist auch die gebaute Wahrheit. Also Sie merken, ich versuche ein bisschen um dieses Wort, das wir Fake News nennen, so ein bisschen herumzutanzen, weil ich das auch nicht die optimale Lösung als Bezeichnung finde. Ich habe es da in letzter Zeit, gerade bei jüngeren Leuten, merke ich, dass sie ein neues Wording haben, meine Wahrheit. Und meine Wahrheit finde ich dahingehend sehr, sehr spannend, weil ich sage, zum einen, im Guten ist es der volle Enabler. Das heißt, ich bin zum Beispiel jemand, der ein traumatisches Erlebnis gehabt hat, aber die anderen können das nicht nachvollziehen, weil sie hatten es nicht. Und also, was tust denn du blöd herum? Ich sage, hey, das ist meine Wahrheit, weil ich habe das erlebt. Und deswegen bin ich hier, um dir von meinem traumatischen Erlebnis zu berichten, damit, weil ich weiß, es gibt zum Beispiel andere Survivor von zum Beispiel häusliche Gewalt oder ähnliches. Im zweiten, im Missbräuchlichen hat man eben, ja, das ist schön, dass du daher kommst, meine Wahrheit ist das nicht. Ja? Und dann kommt auch sehr, sehr oft gleich der Freiheitsbegriff, der dann inflationär durch die Gegend geworfen wird und online wird das Ganze sehr, sehr schnell befeuert, weil natürlich viel wegfällt von dem, was meine ich, wer bin ich, wer sagt was und dann hast alles in dem Topf und wenn es, also im Essensvergleich, wenn das dann halt der Scheiterhaufen ist, kann er gut schmecken, aber nicht unbedingt. Und wenn wir in der Ist-Zeit 1 weitergehen, dann haben wir das natürlich, was Russland jetzt da angedeutet hatte oder wo es mit 2019 fairerweise eben auch schon gesagt hat, dass es sich im Notfall, was auch immer der Notfall aus der Sicht des amtierenden Präsidenten ist, sich abzukoppeln von dem, was wir jetzt da als das gemeinsame Internet verstehen. Also das heißt vor allem auch, sich unabhängig zu machen von anderen Unternehmen wie eben Google oder Facebook oder Amazon, die natürlich auch sehr viel Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und aber eben auch sagen, alles, was nicht unserer Wahrheit entspricht, nämlich, dass wir gar keinen Krieg führen in der Ukraine und schon gar keinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, sondern es ist eine Befreiungsaktion. Und jeder oder jede, die in diesem Land etwas anderes behauptet, lügt, weil die russische Regierung sagt, das ist eine Lüge, das ist eine Befreiungsaktion. Und online, in den sozialen Medien,
die so ein bisschen ist, also man findet nicht mehr YouTube, sondern man findet was so ausschaut wie YouTube und das heißt dann RuTube, also das selbstgebastelte Pendant, aber da kommt dann eben nur der unter Anführungszeichen stubenreine Content, der von der Regierung gewünscht wird, drin vor. Und da wird natürlich eine Wirklichkeit oder wird versucht, eine Wirklichkeit, eine Wahrheit zu schaffen und das über das, ich sage, großartigste Massenmedium, das man sich vorstellen kann, wenn man das kontrolliert. Und ich glaube, dass das, es schließt auch ein bisschen an die vorherige Frage an, aber ich glaube, dass diese, das Schaffen von Wahrheiten, die im politischen Interesse eines Regimes sind, zum Beispiel, dass uns das noch sehr, sehr viel stärker beschäftigen wird, als uns jetzt wahrscheinlich noch bewusst ist. Ja, und ich glaube, wir sind jetzt auch irgendwie beim Thema der Algorithmen angekommen, dadurch auch, was du erzählt hast. Und teilweise auch, dass wir dieses algorithmische Denken ja völlig teilweise internalisiert haben, wenn wir in unserer Bubble drinnen sind. Das ist auch etwas, was du, Ole, in deinem Buch beschreibst. Und da wollte ich ein bisschen jetzt zu Social Media und zu den Influencern kommen. Und zwar, ihr beschreibt ja in dem Buch, dass ihr Aufstieg eigentlich symptomatisch für unsere Zeit war und dass sie auch einen ganz uneindeutigen Freiheitsbegriff haben in Bezug auf diese Big Tech Unternehmen. Sie sind sozusagen, beide sind in einer gewissen Abhängigkeit. Könntest du noch ein bisschen mehr über diesen Aufstieg der Influencer erzählen und um diese Probleme, die daraus entstehen? Ja, nichts lieber als das. Und ich würde vielleicht noch vorher zu einem Punkt kommen, den du, also zu der vorherigen Frage, die du in den Raum geworfen hattest, als du quasi die Runde nochmal so eröffnet hast. Und zwar, du hattest ja gefragt, wie man denn die Freiheit im Netz stärkt. Das war ja, glaube ich, so die Frage. Und da würde ich dann auch wieder sagen, was Janina vorhin gesagt hat, von der Freiheit im Singular kann man da ohnehin nicht sprechen. Sondern die Frage ist ja, welche Freiheit stärkst du dann? Ich würde sagen, an Freiheit im Netz mangelt es zumindest zum Beispiel in so einer liberalen Demokratie wie Deutschland überhaupt nicht. Also natürlich kann man jetzt sagen, wir werden durch Facebook, Twitter und Co. In Filterblasen reingejagt. Man sagt ja auch, man geht down the rabbit hole, ja, also verschwindet so ein Kaninchenbau. Und da kann man natürlich sagen, das ist in irgendeiner Form eine Unfreiheit, weil die Art und Weise, wie wir denken, was wir tun etc. von diesen Konzernen gesteuert ist. Man kann es aber auch anders fassen. Man kann sagen, das sind Unternehmen, die bieten Service, also Dienstleistungen an, wie wir alle miteinander kommunizieren können. Sie bewegen sich auf einem freien Markt. Ja, sie sind freie Akteure und auch erstmal gleiche Akteure auf diesem Markt, wenn auch natürlich unterschiedlich mächtig sehr schnell. Und sie konkurrieren um uns als Konsumenten dieser Plattform. Und wir sind auch frei, also jetzt erstmal formal nicht gezwungen, uns da auszutoben. Es gibt ja nun wirklich auch genug Alternativplattformen, auf denen man, wenn man sagt, ich möchte mit dem Instagram-Algorithmus nichts zu tun haben oder mit dem Twitter-Algorithmus, wo man sich dann hinbewegen kann. Oder halt gar keine Plattform nutzen, soll es ja auch geben. Genau, die Freiheit gibt es natürlich auch, aber da wurde natürlich von Ihnen wiederum jetzt schon angesprochen, dass das heutzutage für viele Menschen schwierig ist. Also wenn man am normalen sozialen Leben teilhaben möchte, dann ist das natürlich, ja, gewissermaßen eine Notwendigkeit. Aber klar, man hat theoretisch schon mal die Freiheit, das sein zu lassen. Unbedingt. Und Sie setzen jetzt dem so eine positive Freiheit entgegen, dass da mündige Menschen entstehen sollen. Und ich glaube, da muss dann halt klar sein, die Freiheiten, die ich eben angesprochen habe, die müssen dafür allesamt beschnitten werden. Also wenn man sich jetzt auf den Standpunkt stellt und sagt, wir wollen eine positive Form der Freiheit, in der die Leute zu mündigen tatsächlich werden, die, ja, die gut informiert sind, ihre Geschicke selbst gestalten und so weiter und so fort, da muss man sich mit allerlei anderen Formen der Freiheit anlegen. Also das ist, glaube ich, erstmal das, was man da so im Hinterkopf behalten muss, wenn man da über die Freiheit spricht. Also wenn man sagt, wir möchten, dass die Menschen gut informiert sind, ja, dann erfordert das eine gewisse Erziehung zur Mündigkeit. Es erfordert, sich mit diesen Unternehmen anzulegen, die die Zugänge zu Informationen kontrollieren. Und das ist natürlich etwas, wozu sich viele Politiker ungern bequem mögen. Das vielleicht nur so als Ergänzung noch dazu, weil das die ganze Zeit jetzt in mir schlummerte, während darüber diskutiert wurde. Und bei den Influencern und den Plattformen, das ist halt ein etwas eigenartiges Verhältnis. Also zumindest die Plattformen, auf denen sich Influencer bewegen, also meinetwegen YouTube, Instagram, TikTok etc., das sind ja interessanterweise Plattformen, die fast komplett von Werbung leben. Also generell würde ich fast sagen, für den digitalen Kapitalismus ist es doch beachtlich, dass viele der großen Unternehmen, also die ganz weit oben angekommen sind, dass die selbst selten
Produkte herstellen. Also was weiß ich, Google macht einen Großteil seines Umsatzes mit Werbung, Facebook auch. Also ich glaube, Facebook hat irgendwie so, oder Meta heutzutage, hat heutzutage 99% Werbeeinnahmen oder so von seinem Umsatz. Das heißt, sie sind komplett darauf angewiesen. Und das heißt, wir haben hier Unternehmen, die in dem Sinne nicht Waren produzieren, sondern die eben eine Dienstleistung zur Verfügung stellen, dafür Daten einsammeln und dann zielgenaue Werbung ausspucken und daraus ihr gesamtes Geschäft beziehen. Und der Witz, der nun entsteht, ist, dass die Influencer hochkommen als eine neue Form, ja, weiß nicht, ja, als eine neue Form von Kulturindustrie, kann man schon, glaube ich, sagen. Das sind junge Leute, die sich filmen, die Videos ins Netz stellen, die oftmals mit dem Alltag zu tun haben und vor allem mit dem Konsum. Also wenn man sich anguckt, was sind die erfolgreichsten Influencer-Videos, das sind immer Sachen, die alltäglich sind, wie meine Morning-Routine. Ja, was mache ich jeden Morgen? Ich stehe auf, putze mir die Zähne und so weiter und so fort. Da würde man ja sagen, wie langweilig ist das denn? Das kennen wir doch auch alle, aber die Leute gucken es sich millionenfach an. Oder sie gucken sich Konsumvideos an. Also schaffe ich es in 5 Minuten 300 Euro bei DM auszugeben? Das sind so, also, oder was passiert, wenn ich mich in eine Badewanne voller Nutella lege? Ja, was soll passieren? Ist halt ekelhaft. Also, aber das sind die Videos, die sich dort am besten klicken. Und der Witz ist nun, das, glaube ich, macht dieses Verhältnis zwischen Plattform und Influencern auch so schwierig, dass die Plattformen natürlich auf Werbegelder angewiesen sind. Das ist ihre Hauptrevenuequelle, könnte man sagen. Und gleichzeitig sind sie erfolgreich als Plattform durch Leute, die auch nichts anderes machen als Werbung. Ja, also die Influencer machen ja 24/7 Werbung auf die eine oder andere Weise. Entweder sie machen sie tatsächlich bezahlt, wenn sie eine bezahlte Werbekooperation haben, aber die legen sich auch ohne, dass man sie bezahlt, in Badewannen voller Nutella oder gucken, wie der neue Starbucks-Drink ist. Das heißt, wir haben ja also ein komisches Verhältnis. Die sind aufeinander angewiesen, diese beiden Seiten. Die Plattform auf die Influencer, wie auch umgekehrt. Gleichzeitig konkurrieren sie aber natürlich um die liquiden Mittel derer, die sie bezahlen, die bei ihnen Werbung schalten. Und deshalb würde ich sagen, ja, ist dieses Verhältnis ein bisschen ambivalent, was man dann ja auch sieht, wenn YouTuber beispielsweise Strikes bekommen, weil sie sich gegen irgendeine der mitunter auch recht willkürlichen Richtlinien der Plattform verhalten. Die sind ja auch oftmals irre Brüder, diese Plattformen, kann man beispielsweise sagen. Und wenn sie sich dagegen verhalten, dann kann es schnell passieren, dass sie einen Strike erfahren und gesperrt sind. Und damit auch einfach ihr gesamtes Einkommen und die Möglichkeiten, Einkommen zu erzielen, verlieren. Und umgekehrt sind die Plattformen natürlich auch komplett auf die Creators angewiesen, die aber deutlich machtloser sind. Also alle Versuche, YouTuber-Gewerkschaften oder sonst was zu gründen, um beispielsweise sich eine größere Scheibe vom Kuchen abzuschneiden, der dabei Google anfällt, das hat bislang auch nicht so wirklich geklappt. Mich hatte das mal interessiert, die Dynamik von Influencern, und die hatten ja auch so Filme, von wegen viele Influencer rotten sich zusammen und gehen in einem anderen Bereich und gemeinsam machen sie dann noch mehr Werbeeinnahmen und zeigen, wie sie in diesem tollen Haus sich die Zähne putzen und halt gemeinsam verrückte Sachen überlegen. Und interessant fand ich, es hat ja null geklappt. Also die streiten dann, so wie bei Big Brother, die streiten dann nach 3 Wochen und einer geht und dann hassen sie sich. Und das ist aber der neue Influencer-Post. Ich fand die Dynamik ganz spannend. Aber was sich wiederholt hat, das war eben, weil du sagst, Nutella. Ja, sie machen die verrücktesten Sachen, wo man sich vielleicht sogar auch denkt, endlich macht das mal jemand, weil ich habe mich mit 4 Jahren immer gefragt, wie das sein müsste, im Nutella baden zu dürfen. Also ich finde da schon das kindliche Ich in mir wieder. Aber gleichzeitig war jeder zweite Satz von denen in dem Haus, oh Gott, wenn ich das mache, hoffentlich werde ich nicht gecancelt. Ich dachte, kommt das Canceln, also das Einschränken, du bist gesperrt, dich disliken wir jetzt auch als Fans sozusagen. Ich dachte, das scheint auch in der Influencer zu wurzeln, diese Form der Unfreiheit, wo sie das Bewusstsein bekommen, du tust eigentlich nur so, als würdest du machen, was du willst, wenn du in Nutella eintauchst, weil du musst davor abwägen, mit deinen Mechanismen kriegst du die Likes oder sagt jemand, das ist etwas, das wollen wir nicht sehen, weil du verschwendest Essen. Ja, ich meine, die Influencer sind natürlich vollständig dem unterworfen, also diesem algorithmischen Denken. Sie wissen ganz genau, was sich klickt und was sich nicht klickt, und sie wissen, was sich schickt und was sich nicht schickt. Da sind sie natürlich, wenn sie schon 10 Jahre oder so dabei sind, sehr gut drin. Gut, es gibt Ausnahmen, jetzt zum Beispiel bei Finn Kliman, gerade in der Kommunikationspolitik hat man den Eindruck, den hätte man, weiß nicht, der wäre seit einer Woche im Netz oder so, so unbeholfen, wie er sich da anstellt. Aber abgesehen von so Leuten jetzt, sind das natürlich alles totale Vollprofis, die genau wissen, was sich klickt und was nicht.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, selbst, also ich meine, wir machen ja auch zum Beispiel einen Podcast im Netz und wir wissen natürlich auch, was für provokante Titel oder Thumbnails man nehmen muss, damit sich das besser klickt. Und sei es nur, weil wir behaupten, wir machen hier was Progressiveres. Aber trotzdem sind wir natürlich auch komplett in dieser Denkweise drin, wie ich auch sonst behaupten würde, dass wir alle eigentlich unsere Umwelt und unsere Mitwelt eigentlich nur noch durch die Brille der Influencer betrachten. Aber also, angstgetrieben sehr, oder? Also mir kam das sehr angstgetrieben vor, weil die ganze Zeit denkt, hoffentlich werde ich nicht gecancelt und jemand sagt, ah, du bist ja das Letzte. Ich mache, das muss ein Leben sein als Influencer. Ja? Naja, ich sage mal so, wenn du schon da oben angekommen bist, dann ist das fast gar nicht so schlimm, weil meistens die Skandale doch recht schnell vergangen sind. Aber die Leute, die noch hochkommen wollen, die müssen da natürlich drüber nachdenken. Es gibt einen ganz großartigen Film, den kann ich nur empfehlen. Der ist leider, glaube ich, in Deutschland nicht kostenlos oder nicht nur nicht kostenlos, sondern auch sonst nicht legal verfügbar. Der heißt Jawline. Das ist eine, ja, ich weiß nicht, so ein semi-dokumentarischer Film, der eben auch zu großen Teilen in so einem TikTok-Haus spielt. Es gibt halt Häuser, wo vielversprechende junge Leute, von denen man sagt, die könnten mal Influencer werden, weil die hübsch genug sind, wissen, wie man lacht und tanzen, was weiß ich. Die werden dann in ein Haus gesperrt, beispielsweise von einer Agentur und müssen dann 10 TikToks am Tag produzieren, markieren sich permanent gegenseitig auf ihren Social-Media-Kanälen, sodass sie sich alle gegenseitig hochziehen und dann die Agentur einen Haufen lukrativer Influencer hat. So, das gibt es quasi dort als Projekt und die sind natürlich irre vorsichtig mit allem, was sie tun, weil sie wissen, wie sehr sie von diesen Agenturen abhängen und natürlich auch, weil, ja, ich meine, weil sie wissen, dass der Weg nach oben schon relativ verstopft ist, kann man fast sagen, weil es eben, ja, diese Top-Influencer-Liga schon gibt. Und diese TikTok-Houses sind da natürlich nochmal ein neuer Trend in der Monopolisierung. Ich hatte ja vorhin gesagt, früher sind die Influencer hochgekommen aus dem Nichts und da war nichts mit Agenturen, nichts mit Schallplattenfirmen oder sonstigen Gatekeepern und das ist heutzutage anders. Ich wollte nur nochmal an einen Punkt in deinem Kommentar oder in deinen Ausführungen anknüpfen, die ich alle absolut richtig und überhaupt nicht kritikwürdig fand. Es ist eher ein Beharren. Dass ich, und leider ist es also ein bisschen philosophisch abgegriffen und wirkt dadurch auch vielleicht ein bisschen banal oder trivial, aber doch, ich möchte trotzdem, und ich sage auch gleich warum, beharren darauf, dass es nicht notwendig ist, dass wir uns diesen Technologien verschreiben. Und wenn meine Studis das in meinen Seminararbeiten oder in den Seminararbeiten, die sie bei mir geschrieben haben, so genannt haben, ich werde dazu gezwungen, Google zu benutzen oder ich kann nicht anders als bei Facebook sein. Also da wurde das hart angestrichen und es gab Punktabzug, weil es einfach falsch ist, weil es nicht stimmt, es entspricht nicht der Realität. Und es ist so wichtig, das zu sagen, weil ganz schnell aus Normalitäten Notwendigkeiten und Automatismen werden. Oder umgekehrt, aus Normalitäten werden Automatismen und dann Notwendigkeiten. Und dann endet unser Spielraum, unser Handlungsspielraum. Wir haben da Handlungsspielraum, wo Sachen nicht notwendig sind. Deswegen ist es umso wichtiger, wenn wir über eine lebenswerte Gesellschaft sprechen. Und ich glaube, wir sind uns alle darüber im Klaren, dass wir in einer besseren Gesellschaft leben könnten. Und daran müssen wir alle arbeiten, dass wir uns auf den Weg dahin begeben. Deswegen ist es so wichtig zu betonen, wo Dinge notwendig sind und wo sie nicht sind. Und es ist notwendig, dass die Sonne jeden Morgen aufgeht und jeden Abend wieder untergeht. Aber vieles von dem, was wir in unserer Gesellschaft gerade diskutieren, sonst könnten wir uns im Übrigen auch solche Diskussionen hier sparen und irgendwie irgendwelche tollen Konferenzen dazu sparen, wie wir irgendwie mit digitalen Technologien umgehen wollen. Viele von diesen Dingen und die allermeisten, die wichtigsten, sind eben im Bereich des Möglichen und nicht im Bereich des Notwendigen. Aber war es da nicht so, dass der Fisch ein bisschen beim Kopf zum Stinken angefangen hat, salopp ausgedrückt? Weil gerade als so der Facebook-Superhype war und ich habe keinen Facebook-Account, jetzt ist es draußen, war für mich extrem irritierend, wenn auf einmal Pressekonferenzen auf Facebook übertragen werden. Und Facebook hat das aber schon gecheckt, dass ja auch also quasi Regierungen weltweit das Benutzen von wegen geil, die Plattform ist schon da, benutze ich sie eben auch. Und dann mit der großen Freiheit auf sozialen Medien gar nicht mehr so viel los, wenn du nicht einen Account hast. Also anonym dazu schon, war schon irgendwie so das halbe No-Go. Und ich mir gedacht habe, lustig, jetzt da treiben mich ja eigentlich politische Verantwortungsträger in diese Hände rein. Ich meine, ich habe einfach aus Trotz dann trotzdem nicht geklickt und habe gedacht, irgendwo anders wäre ich schon lesen, was rausgekommen ist, haben wir Zeit gespart. Aber trotzdem war das für mich damals was ich als bedrohlich wahrgenommen habe, was sich aber inzwischen noch ein bisschen geändert hat. Aber das wäre für mich schon so ein Momentum, wo ich mir gedacht habe, okay, was wird das jetzt? Auf jeden Fall, aber ich kann das eine, wie heißt der Spruch, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also ich kann
dem zustimmen und kann trotzdem bei meinem Standpunkt bleiben. Also das ist jetzt anekdotische Evidenz, die wir hier austauschen. Ne? Das ist allen klar. Also es geht hier nicht irgendwie um irgendwelche wissenschaftlich qualifizierte Aussagen. Aber die anekdotische Evidenz, die ich dagegen halten würde, wäre, ich bin seit 2016 erst bei Facebook und ich bin weder bei Twitter noch bei Instagram noch bei TikTok noch bei sonst irgendeinem anderen Medium. Plus ich kenne sehr viel und ich war davor und bin es auch jetzt hervorragend vernetzt ohne Facebook. Also habe viele Menschen in meinem Umfeld und in meinem Arbeitsumfeld vor allen Dingen, die für mich wichtig sind und relevant sind, die nicht auf Facebook sind. Und umgekehrt gibt es ganz viele Leute, ich spreche ja nur für meine Disziplin, ne, die komischen PhilosophInnen, da gibt es sehr, sehr viele, die auch schon lange Jahre bei Facebook waren und wieder rausgegangen sind und trotzdem hervorragend über alles Bescheid wissen und vernetzt sind. Also ich würde sagen, es gibt einfach diese beiden Wahrheiten. Ja, nein, ich habe gemeint, also quasi dieses, wie lange hat man die Wahl, sich es auszusuchen, wenn die Entscheidungsträger das dann verwenden? Und das war für mich so dieses kritische Moment. Wenn du sagst, mein Chef sagt, ich halte das Mitarbeitergespräch auf Facebook, kann ich es mir leisten, dann nicht dort zu sein? Oder eine Regierung trifft wichtige Entscheidungen, wo ich sage, das ist ein demokratischer Prozess, das möchte ich wissen, dann werden diese Plattformen verwendet. Ich habe das damals echt so... Ja, voll. Aber ich meine, das ist ein Dammbruchargument, ne, das wir gerade ansprechen. Dammbruchargumente müssen halt auch erstmal entsprechend gestützt werden. Und noch sind wir da nicht. Ne? Und wenn wir da sind, dann und es ist fraglich, ob wir dahin kommen werden. Und wir sollten uns überlegen, ob wir nicht vorher schon irgendwie bestimmte Maßnahmen ergreifen wollen, dass es nicht dahin kommen kann, wenn uns dieser Zustand so wichtig ist. Also wenn uns das so wichtig ist, dass es nicht dahin kommt. Darf ich kurz intervenieren? Ja. Wir haben ja eh schon ein Zwiegespräch. Ich glaube, dass diese Diskussion zum Kern geht. Und ich glaube, es gibt auch eine andere Position, dass wir sowas über Public Social Goods reden. Ich glaube, dass nicht die Frage ist, welches Tool, sondern wer hat die Verfügungsgewalt über dieses Tool. Das ist eine prinzipielle Frage, wenn ich sage, die App-Stores von Google beziehungsweise von Apple sind entscheidend für alle mobilen Applikationen und die entscheiden, die sind die Gatekeeper, dann ist die Frage, ist es jetzt aus privatwirtschaftlichen Gründen zu treffen, die Entscheidung, oder gibt es eine politische Entscheidung dahinter, gibt es einen demokratischen Prozess? Das heißt, ich habe sowas wie ein Public Good, das eigentlich für uns, das Funktionieren unserer Gesellschaft notwendig ist. Alle von Ihnen haben mobile Apps, jeder von Ihnen hat ein Handy und hat Apps. Und wer entscheidet, welches da drauf kommt, da entscheiden Sie. Aber im Wesentlichen, was angeboten wird, entscheidet Google und Apple und niemand anderer. Die entscheiden nach inhaltlichen Kriterien, nach Qualitätskriterien und die entscheiden auch oft, dass sie was nicht hineinnehmen. Sie wissen das gar nicht. Also insofern ist die Frage, wer hat darüber die Verfügungsgewalt? Nur eine kurze Anmerkung zu diesen Plattformen, zu diesen Plattformfirmen. Mit Ausnahme ein bisschen von Microsoft und Apple. Die sind im Wesentlichen, ist denen egal, über was die reden, welche Produkte sind. Die sind auf der Markt- oder auf der Austauschebene, auf der Transaktionsebene. Die wissen, wer mit wem was. Aber was das konkret ist, ist denen absolut egal. Sie können auf Amazon alles handeln. Sie haben auf eBay, sind zum Beispiel Kinder gehandelt worden, weil die keine Regeln gehabt haben. Und dann hat man irgendwann einmal gesagt, okay, das geht nicht. Du hast sogar nicht nur im Teile des Netz Dinge kaufen können, die ethisch nicht so gut. Also ich will nur sagen, also die abstrahieren von dem Produkt und es geht um die Information über das Produkt. Und deshalb sind sie so mächtig, weil sie können diese Information veredeln. Und dadurch können Sie auch entscheiden, was Sie sehen und was Sie nachher kaufen können. Es gibt ein interessantes Buch von Williamson, Theory of Capitalism, der schaut sich genau an, wie sind solche Austauschbeziehungen definiert und von was hängt es ab. Und wenn man das gelesen hat, versteht man, warum es Apple gibt, warum es Google gibt und so weiter. Nur eine ganz kurze Fußnote dazu. Also vielen Dank, dass Sie mir die Vorlage dafür liefern. Ich war gestern und vorgestern gerade auf einer Konferenz zum Thema Bildung und digitaler Kapitalismus. Und da wurden genau, ne, also wer hat die Hoheit über die Technologien, über die Plattformen und so weiter, wer kann definieren, wer in welcher Weise Zugang bekommt, wer wird inkludiert, wer wird exkludiert und so weiter. Natürlich jetzt bei der Konferenz mit dem Beispiel Bildung,
verhandelt, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, da gehen eben Tech-Unternehmen und Kapitalismus eine sehr ungute Mischung oder Symbiose ein. Also nur als ein Beispiel, also die europäische Autoindustrie kämpft zurzeit mit dem Problem, dass sie im Wesentlichen von Android abhängig sind. Das ist ein Google, ist zwar ein Open-Source-Produkt von Google, aber de facto bestimmt Google das Betriebssystem in ihrem PKW. Das war der Hintergrund, warum VW eine eigene Firma gegründet hat, die Software für VW entwickelt und nicht abhängig ist von einem amerikanischen Multimedia oder multinationalen Konzern. Also es wacht auch die europäische Industrie auf und sieht, da gibt es Schwierigkeiten auf einem geopolitischen beziehungsweise auf einer ökonomischen höheren Ebene. Ich glaube, wir könnten noch ewig so weiter diskutieren, aber die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Und bevor ich die Fragerunde aufmachen würde, würde ich noch eine Frage stellen. Und zwar zu all den Themen, die wir besprochen haben und all den Gefahren, stellt sich ja gleich die Frage, was können wir machen? Wie können wir sozusagen schützen oder wie können wir Einfluss auf diese Entwicklung haben? Und da möchte ich aus eben dem Manifest für digitalen Humanismus zitieren. Wir müssen Technologien nach menschlichen Werten und Bedürfnissen formen, anstatt nur zuzulassen, dass Technologien Menschen formen. Aber wie sollen wir das machen, Herr Wirtner? Also wie wir es machen sollen, sage ich jetzt nicht. Ich will auf dieses Manifest verweisen. Es ist in einem Workshop entstanden 2019 in Wien. Da waren nicht nur Informatikerinnen und Informatiker, da waren Philosophen, Philosophinnen, Anthropologen, Literaturwissenschaftler, Historikerinnen. Also das war ein großes, multidisziplinäres, interdisziplinäres Event. Und dieser Workshop hat dieses Manifest praktisch gemeinsam beschlossen, international. Und auf Basis von dem gibt es diese Initiative, wo wir alle 14 Tage bis 3 Wochen Online-Events haben, Zoom-Events, die über Facebook, über YouTube gestreamt werden mit Themen, über die wir heute diskutiert haben. Und nachdem ich hier in einem geisteswissenschaftlichen Umfeld bin, wir haben ein Buch publiziert über Perspectives on Digital Humanism. Das ist im Springer Verlag. Frei verfügbar, aber auch alle Disziplinen dabei sind, von der Philosophie bis zu der Ökonomie. Das können Sie frei runterladen. Und der letzte Punkt, und dann höre ich mit der Werbung auf, was Sie machen können, Sie können sich Sie selber oder Studierende bei Ihnen bei unserer Summer School on Digital Humanism, die im September stattfindet an der TU Wien, wo wir Themen behandeln, die heute hier besprochen wurden, über nationale Souveränität, über Demokratie, über Partizipation, über Plattformfirmen, über Regulierungen, aber auch die Frage über Ethik, wie sind die ethischen Prinzipien umsetzbar, sind sie überhaupt umsetzbar oder die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine und wer kontrolliert wen. Also das sind die Themen, die dort für alle Disziplinen auf einer Ebene, sage ich jetzt Master- bzw. PhD-Studium, dort behandelt werden von einer internationalen Schar von hervorragenden Rednerinnen und Rednern. Sie bekommen dafür sogar 3 ECTS und das können Sie verwenden für Ihr Studium. Punkt, damit habe ich mit der Werbung. Das können wir machen konkret. Okay. Mag jemand was ergänzen? Die Europäische Union würde ich noch dazu ergänzen, die das Thema eben auch aufgegriffen hat. Da waren gestern und vorgestern, also unter dem Vorsitz Frankreich, weil das macht dann so fast jedes Land, das den Vorsitz hat, dass sie genau die Digitalisierung im Kontext der Europäischen Union eben beleuchten. Da steht jetzt der Bildung sehr, sehr im Schwerpunkt. Aber es geht dann eben auch wieder, also quasi angeschlossen an die interessante Information von Herrn Wertner, eben der digitale Humanismus. Also die EU hat vor einigen Jahren, so ich sage so kurz nach dem Manifest, also man könnte fast meinen, sie hätten es gelesen und dann haben alle Mitgliedstaaten gesagt, super Idee, kam die Frage, okay, die Chip-Herstellung ist in China, da braucht man jetzt auch nicht mehr probieren, dass wir da die besseren Methoden finden der Programmierung und die ganzen sozialen Netzwerke und so und Infrastruktur, das sind die Amerikaner wahnsinnig gut. Also was machen wir in Europa, was stellen wir eigentlich da? Und da kam dann der digitale Humanismus eben auch als Idee auf. Also ich sage, der Satz fasst eh perfekt zusammen, eben Technologie wieder an menschlichen Werten und Bedürfnissen anzupassen. Und das, was schön ist, auch bei diesen, also man kann zusehen, bei diesen Konferenzen, also für jedermann online frei einsehbar auf der Website, auf der jeweiligen,
Kann man den Mitgliedsländern und Vertreterinnen und Vertretern zuschauen, also was für Gedanken sie gemacht haben, was sie ausprobiert haben. Nicht mit dem Anspruch, hurra, da ist die Lösung, aber mit, hey, wir haben das ausprobiert, hat, jo, funktioniert. Und dann sagen, ja, wir auch, aber unsere Erfahrung ist dieses und jenes. Und ich sage, dass dort, wie Demokratie eigentlich auch. Ja? Also man muss halt selber auch was tun. Es ist, die Begriffe, die fallen einem immer so leicht, wenn man sie spricht und dann kommt man drauf, ein Selbstläufer ist es deswegen aber nur lang nicht. Und ich finde das jetzt auch privat, auch wenn mich das wahrscheinlich als echt nerdig wirken lässt, total spannend bei solchen Diskussionen, wie findet die EU eigentlich zueinander teilzuhaben, weil man dann auch so bei den Prozessen sich nicht mehr sofort denkt, na, wie lange braucht es denn ihr für irgendwas? Und sagt, hey, schau, kleinste gemeinsame Nenner, alle sind gleich unglücklich, 27 Mitgliedstaaten sind traurig. Super, die Lösung muss gut sein, weil alle haben gesagt, okay, damit können wir arbeiten. Und dann kann man draufdeckeln und sagen, das nächste Mal wird es ein bisschen besser. Und ich glaube, so funktionieren die Freiheiten, um es im Plural, den ich mich viel schöner finde, zu sagen, und aber eben auch Demokratie oder das, wo wir sagen, wie stelle ich mir eigentlich die schöne Zukunft vor, die erstrebenswerte Zukunft. Danke. Also ich würde auf jeden Fall auch noch hinzufügen wollen, allein deshalb, weil ich so unglaubliche Bauchschmerzen mit dem Humanismusbegriff habe. Aber also nebenbei, Julia Nieder-Rümeling, weißt du, sicher auch, hat vor vielen Jahren schon zum digitalen Humanismus publiziert. Wo ich auch meine Schwierigkeiten mit habe. Also, nicht das Thema. Das machen wir später. Die Antwort, die ich auf deine Frage, Magdalena, geben würde, ist vermutlich ein bisschen allgemeiner, aber liegt mir trotzdem sehr am Herzen, auch in ihrer Allgemeinheit. Ich glaube, wir brauchen einfach ein verstärktes Bewusstsein für die Verknüpfung von Ethik und Technik in diesem allgemeinen Sinne. Und zwar brauchen wir das auf mindestens 4 gesellschaftlichen Ebenen. Erstens auf der Ebene der Bildung. Und das heißt nicht nur in den Schulen mehr Technikethik im Ethikunterricht, sondern das heißt auch Ethik im Computerunterricht. Also in den Computerkursen, in den Roboter-AGs, die es da jetzt schon gibt an vielen Schulen, müssen die Kids schon lernen, dass es nicht nur einzelne Nullen sind, dass es nicht neutral ist, was wir hier tun, sondern dass das immer vom Grund auf einfach mit ethischen Fragen verknüpft ist. Wir brauchen es zweitens in den Ausbildungsstätten da, wo die TechnikerInnen und die RobotikerInnen und KI-ForscherInnen von morgen ausgebildet werden. Und zwar mit der ganz selben Selbstverständlichkeit, wie wir Ethik auch beispielsweise im Medizinstudium haben. Ne? Das gibt es auch schon in vielen Technikstudiengängen, dass es immer wieder mal so Ethikkurse gibt, aber noch längst nicht mit der Selbstverständlichkeit, wie wir das in vielen anderen Disziplinen haben, wo es halt um den Menschen geht. Drittens brauchen wir es in den Unternehmen, die Technologien herstellen und produzieren, als verpflichtende Weiterbildungskurse. Also wenn irgendwie Unternehmen Sexroboter bauen, dann müssen da in irgendeiner Weise, muss da ein Bewusstsein auferzwungen werden, in Anführungszeichen, dafür, dass es halt hier sehr fragwürdige Geschlechterstereotype beispielsweise sind, die hier reproduziert werden. Und viertens brauchen wir es eben auf der staatlichen, nationalen, auch Rechtsebene und politischen Ebene in Form von einer viel verstärkteren Ausarbeitung von Ethikkomitees und Ethikräten. Es gibt Ethikkomitees für so allgemeine Fragen wie, dürfen wir KI vertrauen? Ja, also finde ich eine relativ unbefriedigende Frage. Wir brauchen Ethikkomitees, wie beispielsweise 2015 in Deutschland weltweit zum ersten Mal gegründet ein Ethikkomitee zum autonomen Fahren, wo sich eben konkret mit den ethischen Herausforderungen einzelner Technologien befasst wird, weil es sonst viel zu allgemein wird und höchstens als Feigenblatt für die Unternehmen, die dahinter stehen, genommen werden kann. Und nicht zuletzt die fünfte Ebene, die da noch dazugehört, wenn man so will, ist, wir brauchen Veranstaltungen wie diese, viel verstärkter, möglichst inklusiv in einer Sprache, die möglichst viele Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen verstehen und die zeigen, dass es hier um Dinge geht, die in jeder Menschs Alltag, also meistens schon längst angekommen sind oder zumindest das Potenzial haben, da in naher Zukunft anzukommen und dass wir alle einfach die Dringlichkeit sehen, die darin liegt, sich mit diesen Fragen zu befassen. Danke. Das finde ich gut, das ist sehr konkret. Ja, vielleicht noch abschließend schon auch mal die Frage, wie so eine Gesellschaft eigentlich produziert. Es wurde eben ein wunderbares Beispiel genannt, was unfassbar absurd ist ja eigentlich. Da wird gesagt, es gibt eine Technologie, die ist sogar öffentlich verfügbar.
Und die könnten alle sinnvoll nutzen. Also da könnte Kooperation sinnvoll stattfinden und man könnte die Bedürfnisse der Menschen da irgendwie befriedigen mit. Aber weil so Unternehmen dann zum Beispiel sagen, ja, bei unserem Zweck Profit zu machen, haben wir meinetwegen Angst, dass, was weiß ich, dass wir die Verfügung über dieses bestimmte öffentliche Gut nicht mehr haben. Deshalb setzen wir jetzt unglaublich viele Mannstunden ein, hochqualifizierte Menschen, um eine Alternativsoftware für denselben Zweck zu schreiben. Das heißt, hier, das ist einfach eine gigantische Ressourcenverschwendung, wenn man das jetzt mal gesamtgesellschaftlich betrachtet, die durch sowas stattfindet. Also ich meine, es heißt ja immer, Marktwirtschaft sei so effizient. Da würde ich sagen, naja, da gibt es auch sehr viele Bereiche, in denen sie es nicht ist. Das ist das, was Marx so als faux frais bezeichnet, die falschen Kosten dieser Produktionsweise, weil wir natürlich als Gesellschaft unglaublich viel für so einen Quatsch an Arbeit, ja, wirklich an Möglichkeiten für die Gesellschaft sinnvoll zu arbeiten, hergeben. Und da muss man schon gucken, wie anders produziert werden kann, vor allem natürlich kooperativer produziert werden kann. Und gerade in den digitalen Bereichen ist es natürlich viel einfacher möglich. Ja, also in einer Null-Grenzkosten-Gesellschaft ist sowas deutlich einfacher möglich. Also wo wir es mit Gütern zu tun haben, die tatsächlich öffentlich sein könnten, die gar nicht irgendjemandem Bestimmtes gehören müssten und trotzdem gut angeboten werden könnten, da würde ich sagen, ja klar, da brauchen wir viel mehr Gemeineigentum und das haben Sie ja, glaube ich, vorhin auch schon selbst angedeutet als Thema. Und ganz klar, also bei diesen Plattformen beispielsweise habe ich kein Problem damit, auch über Formen der Vergesellschaftung nachzudenken und ich habe auch ganz ehrlich gesagt gar kein Problem damit, auf eine gewisse autoritäre Art und Weise zu sagen, bestimmte Formen der Freiheit sind da vielleicht auch gar nicht so toll, wie zum Beispiel die Freiheit, Leute in einen Kaninchenbau reinzutreiben. Danke. Ich glaube, das sind wichtige Gedanken zum Schluss. Und jetzt würde ich die Fragerunde aufmachen.